18 Uhr und ich bin da im Weinberg schon wieder. Nein, ich habe von gestern auf heute nicht hier übernachtet. Es ist einfach so schön, gell? Es hat nur gestern und heute offen hier der schöne heurigen Edelmoser. Und deshalb bin ich hier und das Wetter hat wieder umgeschlagen und es regnet gar nicht. Und ich war so mutig und bin rausgegangen, gell? Abgesehen davon habe ich auch einen Regenschutz. Haben wir gedacht, wenn es regnet, dann ziehe ich mir den halt an. Ich bin ja nicht das Zucker. Gell? Obwohl in den Weintrauben viel Zucker ist, aber ich bin ja nicht das Zucker. Gell? Deshalb heute mein Einstieg wieder aus dem Weinberg. Ist ja auch viel schöner, gell? Man schaut sich mal diese Aussicht an, gell? Die Aussicht, habe ich gesagt. Die Aussicht, da schon. Ich habe euch gestern versprochen, der Hilfsglaube kommt. Wir haben sich gesehen. Das reicht. Okay. Der Hilfsglaube ist auch da. Aber ich wollte euch sagen, da hinten ist die Burg Bertoldsdorf. Seht ihr die? Kannst du? Ist ein bisschen übermütiger. Es geht schon gegen Ende zu. Ich glaube, er freut sich am meisten, dass es bald vorbei ist. Gell? Ja. Genau. Jedenfalls heute habe ich mir gedacht, ich habe einigen Berufsgruppen noch nicht gedankt und noch nicht applaudiert und ich muss ehrlich sagen, es gibt eine, die wir auch sehr selbstverständlich nehmen und die auch immer für uns da sind und das sind die LKW-Fahrer. Ist euch das mal aufgefahren? Gefallen? Gefahren? Ist euch einmal aufgefahren, ein LKW? Nein, ich meine, ist euch das aufgefallen? So ein LKW-Fahrer, ich meine, das ist schon arg. Ich kenne das ja von meinem Vater, der hat auch mit vielen LKW-Fahrern beruflich zu tun gehabt und das sind echt taffe Typen, das sind wirklich ganz, ganz nette, liebe Typen, die... Also diese Arbeit könnte ich nie machen. Und deshalb wollte ich das heutige Lied und das heutige Klatschen. Ich klatsche, 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 weil ich kann nicht klatschen, der kann auch nicht klatschen. Er kann nicht wirklich klatschen. Er hat alles in der Hand. Ich wollte den LKW-Fahrer mal klatschen, dass sie uns auch in der Corona-Zeit versorgt haben mit allen Dingen und weitergefahren sind und Kilometer, stundenlange Staus ausgehalten haben bei den Grenzen, wo sie vielleicht nicht drüber konnten. Genau. Deshalb heute ein Lied für die LKW-Fahrer. Geht schon, der Hilfsglaube ist heute voll mit dabei. Kannst du schon anschalten? Kannst du schon? Also heute zwar ohne Gitarre, aber als DJ. Nein, du machst es so gut. Obwohl DJs kriegen im Moment auch nichts, wirklich. Das ist, nein, nicht unser Ding. Bleib Hilfsglaube, ich finde das recht. Geht schon los. Die Straße ist sein Zuhause, ganz allein und voll isoliert. Handelt sich durch Städte und Staus, immer fit und voll konzentriert. Wird verflucht von Gott und der Welt, sieht Familien, Freunde fast nicht. Bringt was unser Freund unterhält, wir kennen nicht ein einziges Gesicht. Warum nicht? Für uns immer da, hat die Ware parat. Trotzdem sind die Bedingungen und Löhne nur moderat. Passiert Start für Start, Tag und Nacht, stundenlang jede Fahrt. Wann wird diese Leistung belohnt, fair und adäquat? Hey, ein Hoch dem LKW, ein Hoch dem LKW, ein Hoch dem LKW, oh weh, ein Hoch dem LKW. Alles, was ich so sehe, kommt mit dem LKW. Alles, was ich so sehe, kommt mit dem LKW. Wir haben Zuschauer heute, schaut. LKW. Mit dem LKW, alles was ich so sehe, kommt mit dem LKW. Ein Hoch dem LKW, oh weh, ein Hoch dem LKW. Jetzt habe ich ausgedrückt, ich war so euphorisch. Hast du gut gemacht. Du musst klatschen, Schatzi. Hast du gut gemacht. Wahnsinn. Also der Hilfsglaube, wirklich sensationell. Das hat er wirklich gut gemacht, er hat gut auf das Knopfi drauf gedrückt. Das hat er ganz, ganz toll gemacht. Ja, aber wir sehen uns ja nicht mehr oft. Wie oft sehen wir uns eigentlich noch? Aber morgen ist zum letzten Mal das Corona-Lied. Zum allerletzten Mal das Corona-Lied. Morgen. Morgen. Sag's. Ja, morgen. Er redet noch immer nicht. Morgen zum letzten Mal das Corona-Lied. Oh mein Gott! Und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Ja. Ja, also wir sind morgen wieder für euch da. Zum allerletzten Mal. Ich hoffe... Ihr seid mit dabei. Wir sehen uns. Jetzt werde ich fast melancholisch, gell? Du darfst auch winken.